Freunde, auf zu einer neuen Folge. Anno 1404. Ich bin der Thomas. Und ich bin der Felix und jetzt geht's los. Wir haben jetzt hier ein Schiff bekommen und damit erkunden wir jetzt einfach mal die Welt. Eine Insel. Ja. Gucken, wo eine ist. Also wir spielen hier Anno 1404. Land in Sicht. Sollte bekannt sein, ist von Ubisoft gepublished. Wurde von deutschen Studios entwickelt, also kommt aus Deutschland. Kostet relativ wenig, also 8,95 auf Amazon. Kann man sich kaufen. Ist ab 6 vergeben, also eigentlich kann sich jeder, der das holen, der einen Computer mit Windows hat. Und ja. Ist halt ein Strategiespiel. Eine Insel wurde ausgemacht. Geht ums Siedeln, ums Handeln und ums Expandieren, also dass man sich ausbreitet. Es hat den Red Dot Preis gewonnen und den deutschen Computerpreis. Wollte ich nochmal gesagt haben. Und ja, heute bauen wir uns mal von hier so rein. Auf die Insel und bauen jetzt einen Marktplatz. Ja, also das sieht schon schön aus. Ja. Damit wir auch. Genau, Holz verlöten. Schön. Fürs Holz natürlich, wenn man sich Sachen bauen kann. So, gleich mal 4 gebaut. Das Wasser. Ja. Zeige ich gleich nochmal, ist, wenn ich fertig bin. Da ist noch eins, genau. Noch eine Brücke. Und ja. Ja, das sollte funktionieren. Verbunden, jetzt kriegen wir schön viel Holz. Jetzt gehen wir mal hier zum Marktplatz und bauen gleich ein paar Häuser. Ja, erstmal Straße bauen. Und ihr meint auch Bedürfnisse. Sieht man, wenn man draufklickt auf das Gebäude. Hier. Dann, die wollen Fisch haben. Da müssen wir gleich eine Fischhütte bauen. Ja, weil wir haben hier zwar noch 9 Fisch im Lager, aber der ist irgendwann alle. Am besten, ja, 2 reichen meistens. Wenn man sicher sein will, kann man auch noch eine dritte bauen. Ja, das machen wir jetzt mal, weil... Wir wollen nicht, dass sie verhungern. Ja, in der Aufnahme wäre es etwas doof. So, und die Leute wollen mit einer Straße an dem Marktplatz verbunden. Mit dem Marktplatz verbunden sein. Damit wir können, Leute treffen können, ja, und können mal zeigen, was los ist, wenn das nicht so ist. Ja. So. Hier. Sieht man der hier ist nicht mit der Straße verbunden und er ist ganz traurig. Und ja. Wenn wir ihm jetzt eine Straße geben, dahin, dann ist er fröhlich. Aber das Haus steht hier leider etwas im Weg. Aber was man auch nicht machen kann, was auch blöd ist, wenn man nämlich die Steuern zu stark nach oben setzt. Denn dann sind sie überhaupt nicht froh. Und dann können sie sogar... Dann ziehen sie aus und... Ja, dann können sie sogar halt die Stadt kaputt machen. Das ja, sieht man... Anzünden, das sieht man gleich. Ja, da sieht man schon, da laufen die Leute die Bevölkerung rum. Läuft dran, und da kommt der Aufstand schon. Ja, und gleich brennt was. Oh, das Haus brennt. Das brennt. Sollten schnell die Steuern hochstellen. So, jetzt brennen sogar 2 Häuser. Das Feuer. Oh, oh. Oh. Ich habe mal die Häuser daneben abgerissen, damit sich das Feuer nicht ausbreitet. Das wäre überhaupt nicht gut. Ja. Man kann zwar auch eine Feuerwehr bauen, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Das müssen die Leute jetzt, hier sieht man es, über den Marktplatz löschen. Der Typ hampelt noch mit der Fackel rum, während die anderen schon löschen. Ja. Wir können hier mal gucken. Werden sie schaffen? Ich denke nicht, aber... Ich sage, nein. Das geht schon mal auf jeden Fall kaputt. Das hier kriegen sie vielleicht noch hin. Ah, oh, nee. Ich würde mal die Kontrolle. Ja, das eine ist schon kaputt gegangen. Du kannst auch den Mosthof bauen. Den haben wir jetzt nämlich neu bekommen. Jetzt bauen wir mal den Mosthof. Und weil sie noch da so. Am besten noch. Nee, das ist schon alles voll. Am besten nach hier und ich würde sagen, noch ein zweiten Schiff. Das war's. Da müssen wir dann noch Felder. Einmal. Warte, schon erstmal die Felder. Da müssen wir erstmal die Felder. Oh, jetzt ist das andere Haus auch noch mehr abgebrannt. Dann müssen wir die Felder bauen erstmal. Ja, und dann bauen wir die Lücke wieder zu. Mit Straßen. Nee, ich meinte die Lücke in den Häusern, aber. Ja, verbinden tun wir das natürlich mit Straßen.
Und ja, zack. Jetzt sollten wir am besten noch mal ein paar Häuser bauen. Weil hier ist ja auch alles abgebrannt und... Und jetzt, glaube ich, sind wir mal nett zu den Leuten und geben denen gleich einen Kuss, wenn das ja freigeschaltet wird. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sollte, wenn es Moss gleich kommt, sollte gleich eine Küche freigeschaltet werden? Aber vorher bauen wir erstmal noch ein paar Häuser. Genau. Ihre Baumöglichkeit. Da ist es doch. Ja, da haben wir jetzt die Kirche und... Die werde ich jetzt mal hinbauen, am besten... Ach, da ist so. Ja, da erreicht sich fast alle Bürger. Jetzt hat sie sich gedreht. Und zack, sollte sie jetzt. Einige sollte sie Bürger da sein? Sind schön. Und jetzt sieht man gleich, da ist schon eins aufgestiegen. Ja. Das ist ein Bürger. Bürger sind, die geben mehr Steuern, die sind reicher, aber die wollen auch mehr. Zum Beispiel, die wollen nicht so normalen Fisch. Nee, die wollen Gewürze haben. Die wollen auch Fisch. Genau, die wollen auch feine Leinkutten. Die wollen zum Beispiel, also das ist eigentlich das meiste, und die wollen dann auch später vergnügen. Also aber in der Schenke unter die Theke rutschen, weil man zu betrunken ist. Aber das Ganze zeigen wir euch später nach einem Gangart, denn, ja, wir zeigen euch das dann. Hallo, meine Freunde. Wir sind hier wieder nach dem Cut. Ja. Auf einer schönen Welt. Hier sind, haben wir schon die Patrizier. Die Patrizier sind über den Bürgern. Die zahlen noch sehr viel mehr Steuern, sieht man hier ja. Und es gibt auch noch jemanden höher als die Patrizier. Das sind die Adligen. Die haben wir leider noch nicht erreicht. Aber das kommt ja vielleicht noch. Hier, die brauchen nämlich noch Brot. Die brauchen dann noch Bier. Also die wollen noch Bier zu Hause haben. Die wollen nicht mal in die Schenke gehen. Nee, das ist für sie nicht so fein. Die wollen zu Hause Bier saufen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die wollen dann noch eine große Kirche haben. Die werden langsam... Was noch? Die wollen einfach mehr haben. Die wollen auch zum Beispiel Bücher haben. Und die wollen Schuldturm haben, sodass sie Leute einsperren können, solange sie die Schulden bezahlt haben. Und das mit dem Henker, da wollen wir mal nicht zu nah rangehen. So. Dann gehen wir ganz mal, schnell weg. Dann gehen wir mal am schönsten... hier zu den Nomaden. So. Da können wir gleich mal zeigen, wie man Schiffe zum Beispiel bekommt. Also man kann entweder Schiffe bekommen, wenn man sie in einer Werft kauft, baut, oder wenn man sie hier kauft mit Ruhm. Das kann man nicht für sehen. Für den Ruhm kriegt man ein großes orientalisches Kriegsschiff. Genau. Mit den Kriegsschiffen kann man halt Krieg führen und nicht handeln. Fürs Handeln, das Handeln ist eher möglich mit diesen Schiffern. Mit diesen Schiffen. Den großen Handelsschiffen oder halt auch den kleinen. Aber wir benutzen mal das große und fahren damit mal zum Hafen, um zu handeln. Wie man hier sieht, fahren diese ganzen Schiffe dem hinterher. Das kann man machen, indem man hier auf Fahren schält und auf das Schiff klickt. Dann fährt das Schiff dem immer hinterher. Sieht man hier jetzt. So, und wenn wir gleich das Symbol sehen, jetzt können wir handeln. Zack, zack. Zack. Und dann gibt er uns dafür Geld, wir geben ihm die Ware. Der jetzt hat zwar das kleine Schiff, das ist der heißt Schwertfisch, das hat hier 3 und das hier hat 6. Das heißt, es in ist ein, so viel. Ja, in eins dieser Fächer einer passt ihrer Betriebe stellt keine Ware 40 mehr Tonnen an, was weiß ich, Holz rein. Und ich zeige euch jetzt mal kurz hier diese Werft. Hier können wir nämlich Schiffe bauen. Das sieht dann so aus. Dann steht und hier eine 1 und dann wird das gebaut. Dann Schiffsbau ist abgeschlossen. Das heißt, Ari ist und mit dem können wir jetzt hier auch wieder Sachen einladen und die halt wegfahren. So. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Auf zu einer neuen Folge. Arno 1404. Ich glaube, das.